Kommissar Rabinovic. Entschuldigen Sie, Sir. Ich habe eine wichtige Nachricht für Sie. Für mich? Ein Passagier bittet Sie dringend, erst die spätere Maschine nach Hamburg zu nehmen. Bitte. Warum soll denn? Dieser Brief enthält ein Ticket erster Klasse mit einer festen Buchung für den nächsten Flug um 9 Uhr früh. Als Passagier der ersten Klasse können Sie natürlich auch selbstverständlich die Zeit bequem in der VIP-Lounge verbringen. Wenn Sie sich für die spätere Maschine entscheiden, gehört das Buch Ihnen. Zephin, Haganash, Shil Pessa. Einverstanden, Sir? Sir. Ja, okay, danke. Sir, your boarding card, please. Thank you. Danke. What time is it? 9:40. Oh, we better go. Which gate? 98. Mein Name ist Rabinovic. Zu spät, Sir. Leider. Die Maschine startet bereits. Mein Name ist Rabinovic. Ich habe einen Passagier meinen Platz nach Hamburg abgetreten. Können Sie mir bitte seinen Namen sagen? Es tut mir leid, Sir. Wieso nicht? Auf Ihrer Passagierliste muss jetzt anstelle von Rabinovic ein anderer Name stehen. Also erstens dürfte ich Ihnen gar keine Auskunft geben über die Passagiere. Zweitens war es nicht notwendig, jemanden einen Platz abzutreten. In der Maschine nach Hamburg ist kaum die Hälfte der Plätze besetzt. Eine Mitarbeiterin von Avia Service hat mich hier erwartet und darum gebeten. Avia Service? Sie hatte eine Mütze auf mit der Aufschrift Avia Service. Ist mir nicht bekannt, Sir. Also in unserem Transitbereich hier gibt es keinen Avia Service. Bitte achten Sie auf Ihr Gepäck. Lassen Sie es nie unbeaufsichtigt stehen. Sollten Sie unbefugt. Es hat niemand Ihre Tasche berührt. Ich habe aufgepasst. Ich brauche die Telefonnummer von Avia Service. Können Sie mir helfen? Avia? Service. Ist nicht bekannt. Das kann nicht sein. Ich habe mir mein Ticket durch dieses Avia Service bekommen. Dieses Ticket ist von American Express ausgestellt worden gestern. Es wurde in bar bezahlt. Dann muss American Express doch Bescheid wissen. Jacqueline, c'est moi, Carole. Est-ce que tu es au courant si vous coopérez avec un certain Avia Service? Non? Justement, moi non plus. Bon, merci. Bisous, bisous. Avia Service ist auch bei American Express nicht bekannt. Spätestens um 6 Uhr früh ist der Informationsschalter in der Halle wieder besetzt. Vielleicht können die Ihnen ja weiterhelfen. Danke. Entschuldigen Sie.
Entschuldigen Sie. Wie kann man hier etwas zu trinken bekommen? Indem Sie sich nehmen, was Sie haben wollen. Und wo bezahle ich? Führen Sie hier nicht neue Sitten ein. Bei den Preisen sollte man die Gesellschaft nicht auf die Idee bringen, dass Sie auch noch für die Drinks kassieren können. Ist es so teuer? Wissen Sie nicht mehr, was Sie bezahlt haben? Dann bin ich mir schon, ne? Ich kaufe doch nicht für mein eigenes Geld ein Ticket erster Klasse. Verlag Jakob Brandeis, Prag und Breslau, 1900, zweisprachig. Richtig? Tiaga Dach, die Sie in der Hand halten, meine ich. Was geht Sie das an? Sagen Sie mir einen Preis, ich gebe Ihnen dafür, was Sie wollen. Ich verkaufe nicht. Auch nicht für sehr viel Geld. Um nichts in der Welt gebe ich Sie wieder her. Darf ich? Wie kommen Sie dazu? Ich lasse sie mir von Ihnen doch nicht wieder wegnehmen. Niemand will Ihnen was wegnehmen. Ich wollte sie mir anschauen. Danke für die Freundlichkeit. Kremlinia Varani. Last call for your flight to New York. Haben Sie mit Büchern zu tun? Suchen Sie ein Gesprächsthema, weil Sie sich langweilen? Oder wollen Sie auf mein Angebot zurückkommen? 45 Jahre habe ich danach gesucht. Ich bin glücklich, dass ich sie habe. Verraten Sie mir wenigstens, wo Sie sie gefunden haben. Man hat sie mir geschenkt. Dafür, dass ich auf meinen Platz nach Hamburg verzichte. Dazu habe ich noch ein Ticket erster Klasse auf der nächsten Maschine bekommen. Hey, Sie müssen es mir nicht sagen. Das ist die Wahrheit. Ich verstehe es nur nicht. Die Maschine nach Hamburg war halb leer. Ich hätte Plätze noch und noch haben können. Wie erklären Sie sich das? Ich habe keine Ahnung. Eine junge Frau auf ihrer Mütze stand Avia-Service, hat mir die Haggadah und das Ticket übergeben. Aber niemand hier im Flughafen weiß etwas von einem Avia-Service. Ihr VIP Lounge? Kein Avia-Service, ein Telefonbuch. Ich verstehe das nicht. Jemand wollte, dass Sie einen späteren Flug nehmen. Aber weshalb? Wieso, haben Sie einen Termin, wenn Sie verspätet in Hamburg ankommen? Nein. Also, dass ich nicht verstehe, warum haben Sie die Dame nicht gefragt? Ich habe nichts dabei gedacht. Ich war so benommen. Es war wie im Traum. Plötzlich halte ich die Haggadah in der Hand. Seit Jahrzehnten suche ich sie. Zweimal im Jahr habe ich inseriert. Briefe habe ich geschrieben, hunderte. Plötzlich halte ich sie in der Hand. Es muss also jemand sein, der gewusst hat, dass Sie dieses Buch suchen. Wenn er weiß, dass ich sie suche, wird er auch gewusst haben, wie lange schon. Warum verschenkt er sie dann und dazu noch einen Platz in der ersten Klasse? Einer Ihrer Freunde wollte Sie wahrscheinlich mit diesem Geschenk überraschen. Von meinen Freunden könnte keiner so viel Geld entbehren. Die Händler, die es wissen, würden mich wochenlang zappeln lassen, bevor sie mir für die Haggadah das Fell über die Ohren ziehen. Es soll auch anständige Menschen geben. Niemand könnte wissen, dass ich ausgerechnet heute von New York nach Hamburg unterwegs bin. Es muss aber jemand sein, der gewusst hat, dass Sie heute von New York nach Hamburg unterwegs sind. Und er weiß auch, dass Sie diese Haggadah gesucht haben. Wenn, wie Sie sagen, niemand einen Vorteil davon hat, dass Sie verspätet in Hamburg ankommen, bleibt nur eine Möglichkeit. Sie wollte erreichen, dass Sie hier einige Stunden Aufenthalt haben. Alles, was Sie also tun müssen, ist hier sitzen und warten, was geschehen wird. Sie haben gut reden. Wer garantiert mir, dass da nicht einer kommt und auf mich schießt? Hätte jemand Grund?
Es gibt genug Verrückte auf der Welt, die für sowas keinen besonderen Grund brauchen. Verrückte kündigen ihr Attentat aber wohl nicht mit dem großen Gong eines noblen Geschenks an. Warum habe ich Sie nicht gefragt? Einverstanden hätte ich sagen sollen. Aber ich muss wissen, wer dahinter steckt und was man von mir will. Das wäre das Einfachste gewesen. Meinen Sie, ich sollte die Polizei informieren? Sie müssen damit rechnen, dass die Haggadah als Beweisstück beschlagnahmt wird. Das kommt nicht in Frage. Eine schwierige Entscheidung. Wenn Sie die Polizei verständigen, riskieren Sie, die Haggadah wieder zu verlieren. Tun Sie es nicht, riskieren Sie vielleicht Ihr Leben. Sie haben eine nette Art, einem Menschen Mut zu machen. Wenn jemand mich umbringen will und mir deshalb die Haggadah schenkt, wird er auf sein Vergnügen nicht verzichten, nur weil ich das Buch der Polizei übergeben habe. Oder werden Sie mir etwa jetzt gleich erzählen, dass mein Leben nicht mehr in Gefahr sein wird, sobald ich die Haggadah an Sie verkauft habe? Ein Freund wäre sehr glücklich, diese Haggadah zu haben. Möglicherweise werden Sie mir auch noch erzählen, es könnte ein Anschlag von Terroristen sein, eine Briefbombe, die in der Haggadah versteckt ist. Wahrscheinlich sagen Sie dann, Sie opfern sich, bringen das Buch für mich zur Polizei. Weg ist es. Wie kann man nur so misstrauisch sein? Wären Sie nicht auch misstrauisch, dann würden Sie Ihr Geld nicht in einem Beutel auf der Brust tragen. Mrs. Jeffrey, last call for your flight to Rome, gate 102. À la bonne heure. Wenn man Tag für Tag mit Leuten zu tun hat, die im Antiquariat teure Stücke für wenig Geld aufsammeln wollen, dann lernt man zu sehen, ob einer wenig Geld hat oder viel und wo er es versteckt. Sie arbeiten in einem Antiquariat? Lower East Side, Ost, 4. Straße, keine noble Gegend, aber die Sammler kommen, weil sie glauben, die Leute in der Gegend haben keine Ahnung, was Bücher wert sein können. Sie sind Antiquar und konnten sich diese Haggadah nicht besorgen? Ich habe alles versucht. Sogar die moderne hebräische Schrift habe ich gelernt, weil ich mit Familien korrespondieren wollte, die aus Deutschland stammen. Einige habe ich gefunden, die sie haben, sie wollten sie aber nicht hergeben, weil es die einzige Erinnerung war an Menschen, die nicht mehr zurückgekommen sind. Und dann wird sie ihnen plötzlich geschenkt. Seltsam ist das schon. Jetzt fängt er schon wieder damit an. Sie wollen doch etwas. Was soll ich wollen? Wie einer, der herumgeht im Laden, genau weiß, wo sie steht, die Metzier. Aber er schaut nicht hin, geht herum, redet und redet, um einen faul zu machen und müde. Wenn es soweit ist, dann greift er zu und bietet $2 oder $3. Man ist froh, dass man doch ein kleines Geschäft gemacht hat. Man merkt, was er dabei mitgenommen hat, ist er längst dahin. Wenn ich Sie richtig einschätze, ist Ihnen das noch nie passiert. Anderen aber oft genug. Mein Vater hat sie gehabt, diese Ausgabe, ganz genau diese. Sie war ihm heilig, vor ihm hat sein Vater sie gehabt. Genauso hat sie ausgesehen. Vielleicht ist sie es sogar. Er hat mir die Schrift gezeigt. Und nach meinem 7. Geburtstag hat er mir erlaubt, am Sederabend mit ihm zu lesen, wie der Heilige gelobt sei, er sein Volk aus Mitzrayim erlöst und durch das Rote Meer in die Freiheit geführt hat. Er wird es auch diesmal wieder tun, hat mein Tate gesagt und die Haggadah geküsst, in der das alles steht. Das war in Theresienstadt. Ein schöneres Pessach hat es nie mehr gegeben. Sie sind Jude. In Deutschland geboren. In Leipzig. Die Nürnberger Gesetze waren gerade ein Jahr alt. Sie auch? Gottgläubig hat man das damals genannt. Mein Vater ist aus der Kirche ausgetreten, weil er meinte, das wäre er seinem Führer schuldig. Ihr Freund, für den Sie die Haggadah haben möchten? Er ist Jude. Warum sucht er sie? Er musste seine hergeben. Freiwillig hat er es getan, weil er damit einem Freund helfen wollte. Ich könnte das nicht. Sie leben in New York. Manhattan.
Ich könnte nicht wieder... Ich könnte nicht auf dem Land leben. Das verstehe ich. Wie sollten Sie dort als Antiquar auch die Bücher bekommen und die Kundschaft? Kundschaft gibt es auch in der großen Stadt nicht sehr reichlich. Jeder will etwas Besonderes entdecken und nichts dafür bezahlen. Am schlimmsten sind die Sammler, die nicht das Buch suchen, sondern den Wertgegenstand. Die haben wahrscheinlich das meiste Geld. Liebt Ihr Vater noch? Na, er wäre jetzt 95. Schon lange ist er tot? Seit 10 Jahren. Ihm war ein langes Leben vergönnt. Wenn ein Mensch dann so da liegt und nicht mehr atmet, dann tut es trotz allem noch weh. Haben Sie Kinder? Vielleicht, wenn eine Frau da gewesen wäre, die einem wieder Mut gemacht hätte. Schauen Sie sich das an. Alle Zeitungen sind voll davon. In den Staaten auch? Wir haben in Amerika genug eigene Morde. Auf Import von Horrorgeschichten aus anderen Staaten sind unsere Medien selten angewiesen. Am Ende einer Kreuzfahrt ins Mittelmeer ist auf einem deutschen Schiff beim Einlaufen in Hamburg ein britischer Milliardär erstochen worden. Ein deutscher Verleger soll den Mord begangen haben. Übermorgen beginnt der Prozess. Ich habe darüber gelesen. Ja? Was halten Sie davon? Er wird wohl schuldig sein. Woraus schließen Sie das? Wie die Zeitungen es darstellen, muss er es gewesen sein. Es gibt auch welche, die den Angeklagten vehement verteidigen. Ich glaube, er hat es getan und ich glaube, er wird noch gestehen. Er hat es nicht getan. Na? Sie haben ihn vom Schiff gebracht, in Handschellen. Er hat ausgesehen, verzweifelt. Zum Schiff hat er zurückgeschaut wie jemand, der erst langsam begreift, was geschehen ist und es ungeschehen machen möchte. Er hat mir leid getan. Einen Menschen hat er wahrscheinlich umgebracht. Er hat mir leid getan. Es fehlt ein glaubhaftes Motiv. Stellen Sie sich doch vor, ein Leben lang hat er gearbeitet. Und dann treibt ihn einer nur aus einer Laune, aus Bosheit, in den Konkurs. Von einem Tag zum anderen ist er ein armer Mann. Und der, der ihn dazu gemacht hat, ist dadurch noch reicher geworden. Ist das kein Motiv? Er wollte von vorn wieder anfangen. Mit 70? Warum geht einer, der nicht mehr Brot auf Hosen hat, auf eine teure Kreuzfahrt, für die er Schulden machen muss? Na, woher soll er die Kraft nehmen für den neuen Anfang? Er musste Urlaub machen. Nein, es war eine Investition. Ein letzter Rettungsversuch. Er wollte auf dieser Seereise erreichen, Frieden mit Hamilton zu machen, damit die Banken ihm wieder Kredite geben. Der ist darauf nicht eingegangen, alles war umsonst. Und Wolf hat nicht gewusst, wo er das Geld hernehmen soll, um zu leben und die neuen Schulden zu bezahlen. Hat dann die Beherrschung verloren und ihn umgebracht. Das ist falsch. Ganz falsch. Es kann so nicht gewesen sein. Ich sage nicht, dass er auf die Kreuzfahrt gegangen ist, weil er den Mann umbringen wollte. Nur wie er gesehen hat, es nutzt alles nicht. Er ist nicht der Mensch, der unüberlegt handelt. Er war immer ruhig und beherrscht. Das sagen und schreiben alle. Ganz ohne Temperament ist er? Im Gegenteil. Man sagt, er ist sehr energisch und entschlussstark. Beherrscht. Mir hat sein Temperament immer beherrscht, nur einmal ist es mit ihm durchgegangen. Wenn man ihnen zuhört, könnte man glauben, die Richter hätten das Urteil schon gesprochen. Aber Glück hat er, dass Sie nicht sein Verteidiger sind. Alles drehen Sie nämlich so hin, dass es ausschaut, er hat es absichtlich getan. Mit Vorsatz von Anfang an. Sie hören nicht zu. Ich habe gesagt, er war es nicht. Wenn Sie sich aber irren und er ist es doch gewesen, dann wird man nach Ihrer Theorie sagen müssen, er hat alles geplant und mit voller Absicht ausgeführt. Dass Hamilton tot ist, nützt ihm doch nichts. Seine Schulden sind damit nicht aus der Welt. Und Kredite gibt jetzt erst recht keiner mehr. Er hat das gewusst.
Das hat ihn wohl so verzweifelt gemacht. Hamilton wollte ihm nicht helfen. Er hätte von Bord gehen müssen, ohne einen Cent, mit einem Berg von Schulden. Und ohne zu wissen, wovon er jetzt leben wird. Der hat Freunde, die ihm geholfen hätten. Früher hätten sie das tun müssen. Rechtzeitig ihm sagen, du bist nicht allein. Wir werden dir helfen. Er hätte nicht so verzweifelt sein müssen, wenn es so gewesen wäre. Hinterher ist leicht reden. Warum hast du es mir nicht gesagt? Freunde hat man, solange es einem gut geht. Wenn aber die 7 mageren Jahre angebrochen sind, bleibt man am Schabbes meistens allein. Sie wissen wohl alles. Ihnen kann niemand etwas erzählen, was Sie nicht besser wissen. Sind wir uns darin nicht ähnlich? Wolf wäre auf Hamilton nicht angewiesen gewesen. Man würde ihm Kredite geben. Na, sicher. Geld zum Leben hätte er auch. Keine Frage. Dann hat er schon zurückgezahlt von seinen Schulden. Wie soll er verdienen, wenn er seit seiner Rückkehr in Untersuchungshaft sitzt? Sind Sie sicher, dass nicht irgendwann unter Ihren Vorfahren auch einer gewesen ist, der am Schabbat die Lichter hat anzünden lassen? Mir ist nichts derartiges bekannt, aber es wird mich nicht stören. Sie argumentieren nämlich wie Schlomo der Maler. Der sollte beim Jakob Blau den Gartenzaun grün streichen. Hat aber nur gelbe Farbe gehabt, also hat er die genommen und zum Jakob Blau gesagt, Blau und Gelb waren sowieso grün. Das haben Sie sich jetzt gerade ausgedacht. So schlecht ist der Witz. Ah, ein Witz war das. Gut, streiten wir über meinen schlechten Witz, ist mir lieber. Darüber regen Sie sich vielleicht weniger auf. Könnte meine Maschine nach Hamburg sein? Ja, möglich. Gemütlich würde ich da drinnen sitzen. Und müsste mich nicht mit Ihnen über einen Mord herumstreiten, der uns beide nichts angeht. Wenn sie jetzt explodiert, dann wissen wir, dass der unbekannte Spender es gut mit Ihnen gemeint hat. Das ist ein besserer Witz. Was hätten Sie werden wollen, wenn es Hitler nicht gegeben hätte? Ein fröhlicher Mensch, der nicht an allem herummeckert. Einer, den die Leute mögen. Ich meine beruflich. Nützt es etwas, wenn ich darüber nachdenke? Die Angst wird man wohl nie wieder ganz los. Ich habe keine Angst. Es ist schwer, sich vorzustellen, was in einem Menschen vorgeht, der das alles erleben musste. Ich weiß, niemand will gern darüber reden. Und wer will zuhören? Hä? Neugierig sind viele, das schon. Aber was da ganz unten ist, alles, das man selber erst weiß, wenn man es ausgesprochen hat. Darauf will keiner warten. Entschuldigen Sie, sind Sie Nathan Spellmann? Nein. Verzeihen Sie. Was will der? Er sucht einen Mr. Spellmann. Sie haben das nicht gesehen, von hinten, seine Augen, wie er mich angeschaut hat. Und von dort hat er mich fotografiert. Ich bin hereingekommen und er hat mich fotografiert. Wahrscheinlich hat er zunächst angenommen, dass Sie Mr. Spellmann sind. Weil einer Spellmann heißt, muss man ihn fotografieren. Aber wenn jemand Rabinowitsch heißt, muss man ihn umbringen. Ich habe Ihnen nicht gesagt, wie ich heiße. Wegen Rabinowitsch weiß ich nicht, aber wegen dem S hat man mich schon umbringen wollen. Tatsächlich? Raten Sie, was es heißt. Salomon. Nein. Samuel. Das steht jetzt in meinem Pass. Aber ins Taufregister in Leipzig hat mein alter Tate etwas ganz anderes eintragen lassen. Sie müssen wissen, er war so stolz auf sein Deutschland. Im Ersten Krieg hat er es wegen Tapferkeit zum Unteroffizier gebracht. Wagner.
Das war für ihn nach seinem Gott das Höchste. Also hat er seinen einzigen Sohn Siegfried genannt. Siegfried Rabinowitsch. Können Sie sich vorstellen, was SS-Männern alles eingefallen ist, wenn sie einen Juden vor sich hatten, der Siegfried heißen dürfte? Sie sind geboren 1936. Da war Hitler schon 3 Jahre an der Macht. Das hat den Tate nicht gestört. Eines Tages, so soll er immer gesagt haben, eines Tages wird sich dieses Deutschland schütteln und das braune Gesindel wird aus ihm herausfliegen wie die Flöhe aus einem Hundefell. Ja. Sein Bruder hat es mir erzählt. Der Einzige, der zurückgekommen ist. Und Ihr Vater? Der Onkel ist schon im Sommer 33 nach Australien ausgewandert. Mein Vater hat ihm das sehr übel genommen, der alte Narr. Man darf sein Land nicht im Stich lassen, wenn Verbrecher sich darin breit gemacht haben. Aber der Onkel hat es überlebt, viele Verbrecher auch. Der Tate nicht. Was soll man reden über das, was wehtut und immer wehtun wird? Für nichts. Wenn es nichts verändert in dieser Welt. Wenn niemand weiß, was geschehen ist, kann sie erst recht nicht besser werden. Man hört den Opfern nicht zu. Nicht den Schuldigen. Nicht den Opfern, die schuldig geworden sind. Und nicht den Schuldigen, die vielleicht manchmal auch nur Opfer waren. Da sitzt ein Mensch in einer Zelle und möchte wahrscheinlich über seine Schuld reden. Möchte einen finden, der ihm hilft, sie zu tragen. Aber wenn er noch Freunde hat, dann werden die nur von ihm verlangen, dass er unschuldig ist. Die anderen erwarten ein Geständnis von ihm, damit man ihn verurteilen kann. Oder einen Beweis für seine Unschuld, wenn man nicht will, dass die Jagd nach der Sensation mit seiner Verurteilung schon zu Ende ist. Sie sind fest überzeugt, dass er es getan hat? Niemand sonst kann es gewesen sein. Aber seit Jahren hat Hamiltons Frau ein Verhältnis mit einem anderen Mann. Was geht uns das an? Der Liebhaber war auch auf dem Schiff. Wissen Sie das nicht? Ich habe das alles auch gelesen. Hamilton hat nichts gegen dieses Verhältnis einzuwenden gehabt. Es war ihm recht. Er ist längst anders orientiert gewesen. Warum hätten Sie ihn also umbringen sollen? Weil Sie endlich frei sein, miteinander leben wollten. Sie hätte die Scheidung verlangen können, hat sie das versucht. Aber das Vermögen wollten Sie natürlich nicht verzichten. Also haben Sie beschlossen, ihn aus dem Weg zu räumen. Wenn Sie das auch beweisen können, wird es die Jury sehr interessieren. Wir haben Schöffen und Richter in Deutschland, keine Jury. Und die interessieren sich nicht für Beweise. Oder haben Sie keine? Reden Sie nur nach, was dieses Dreckblatt schreibt. Warum Dreckblatt? Nur weil die Zeitung eine andere Meinung vertritt als Sie? Ihnen gefällt dieser Stil? Die Zeugen sind senil, verlogen, gehen fahrlässig um mit der Wahrheit. Übel kennt einem werden, wenn man das liest. Und was die anderen Zeitungen schreiben, die den Angeklagten schon schuldig gesprochen haben, bevor er überhaupt angeklagt war, davon wird Ihnen nicht übel? Kann sein, dass das auch nicht richtig ist. Aber nach den Zeugenaussagen ist er schuldig. Und die Zeugen sagen nur, was sie gesehen und gehört haben. Was sie glauben, gesehen und gehört zu haben. Und das, woran sie sich erinnern wollen. Alles wurde von der Polizei untersucht und vom Staatsanwalt geprüft. Jetzt liegt es den Richtern vor. Warten Sie das Urteil ab. Niemand sucht weiter. Wenn Sie einen haben, der hinreichend verdächtig ist, dann wird nur aufgesammelt, was sich als Beweis gegen den Angeklagten auswerten lässt. Wer sonst soll das getan haben? Der Liebhaber. Auf dem Schiff hat der Wolf mehrmals Streit mit Hamilton gehabt. Dadurch konnten die Frau und der Liebhaber es so drehen, dass der Verdacht auf Wolf fallen musste. Die Gelegenheit haben sie sich nicht entgehen lassen. So kann es aber nicht gewesen sein. Sie können das doch gar nicht wissen. Vielleicht besser als Sie. Ah, wieso? Weil ich darüber mindestens ebenso viel gelesen habe wie Sie. Auch das? Ein unbarmherziger Zeuge. Der Herr, der das geschrieben hat, scheint ein Hellseher zu sein. Jeder, der eine andere Meinung hat als Sie, wird abqualifiziert. Früher oder später wird er gestehen. Er hat nichts zu gestehen. Aber wenn ihm nicht ein Wunder hilft, wird er jahrelang unschuldig inhaftiert sein, bis sich herausstellt, dass Hamilton vom Liebhaber seiner Frau erstochen worden ist. Lesen Sie doch wenigstens diesen einen Artikel.
Lassen Sie für ein paar Minuten auch eine andere Meinung gelten und denken Sie drüber nach. Es ist schäbig, zwei Menschen als Mörder zu verdächtigen, weil sie ein Verhältnis miteinander haben. Es ist die Art, mit Menschen umzugehen. Hat sich wohl nichts geändert. Noch immer heißt es, wer stinkt, lügt, und wer lügt, stiehlt auch. Sie meinen, ich denke so? Nein, nein, nicht Sie. Leute wie diese Winkeljournalisten, die schreiben diese Sachen nicht, um ihre Leser zu informieren, die wollen Käufer anlocken. Dafür ist ihnen jeder üble Trick recht, wenn er nur dazu führt, dass die Zeitung sich besser verkauft. Ob Sie auch so argumentieren würden, wenn der Angeklagte nicht Deutscher, sondern Engländer wäre und der Liebhaber nicht Amerikaner, sondern Deutscher? Das Amerikaner ist, habe ich nicht gewusst. Nicht einmal das? Sie wissen nichts. Aber ein Urteil haben Sie gefällt. Sie sind nicht bereit, dem Angeklagten auch nur die geringste Chance zu geben. Warum Sie sich so aufregen, verstehe ich nicht. Das Ganze geht Sie doch überhaupt nichts an. Ein Mensch sitzt im Gefängnis, wird, wenn nicht ein Wunder geschieht, verurteilt werden, obwohl er unschuldig ist. Sie meinen, das geht uns nichts an. Ein anderer profitiert davon. Er ist hingegangen, hat einen anderen Menschen kaltblütig erstochen und wird frei ausgehen. Das geht uns nichts an. Dem einen nimmt er mit Gewalt das Leben, dem anderen stiehlt er es. Aber uns geht das nichts an? In Büchern liest man das, habe ich geglaubt. Dass es wirklich einen Menschen gibt, der so denkt, wenn es um fremde Menschen geht, das zu wissen tut gut. Schade nur, dass Sie sich für den falschen Mann echauffieren. Der Angeklagte ist schuldig, glauben Sie mir. Wenn Wolf verurteilt wird, macht es keinen von denen wieder lebendig, an die Sie eigentlich denken. Daran denke ich nicht. Keine Sekunde habe ich daran gedacht. An nichts anderes denken Sie. Nur daran. Sonst würden Sie nicht so reden. So rede ich, weil ich dabei gewesen bin. Ich war auf dem Schiff. Hier. Der Mann, den dieser Winkeljournalist für einen fragwürdigen Zeugen hält, das bin ich. Ich bin dabei gewesen. Ich habe ihn gesehen. In der Zeitung steht nur etwas von einem Zeugen SR. Ich konnte nicht wissen, dass Sie das sind. Das hätten Sie mir sagen sollen. Ich habe Sie gesehen in der Halle. Die Frau, von der ich die Haggadah und das Ticket bekommen habe. Und den Mann, der mich fotografiert hat. Und? Sie sind davongerannt. Doch, Polizei? Was würden die sagen? Es ist kein Verbrechen, jemandem etwas zu schenken. Man hätte das Geschenk ja nicht annehmen müssen. Oder fragen können, woher es kommt.
Die Mütze mit der Aufschrift Avia Service hat sie übrigens jetzt nicht mehr auf. Sie sind beunruhigt. Wären Sie das nicht? Sollte mit diesem Geschenk eine böse Absicht gegen Sie verbunden sein, dann wird sie ausgeführt werden, während Sie hier warten oder auf dem Flug, der für Sie gebucht wurde. Es hilft mir sehr. Geben Sie mir Ihr Ticket. Ich werde umbuchen, für uns beide. Dann sind Sie ja nicht allein. Und niemand weiß, auf welcher Maschine Sie weiterfliegen und wann Sie ankommen. Das kann ich Ihnen nicht zumuten. Es wird auch mehr kosten. Verbrechen Sie sich darüber nicht. Alles bestens. Wir fliegen um 8.30 Uhr nach Frankfurt und von dort aus haben Sie Anschluss nach Hamburg. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich Sie überhaupt in die Sache hineingezogen habe. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Vielleicht haben Sie es ja wirklich mit einem Verrückten zu tun. Politiker könnten Sie vielleicht auch sein. Einmal sagen Sie das und später das genaue Gegenteil davon. Aber immer klingt es so, dass man es glauben muss. So ist das Leben. Nicht umsonst steht in der Bibel. Eines hat Gott geredet, zweierlei habe ich gehört. Von Gott habe ich nicht gesagt. Den stelle ich mir schon anders vor. Ich habe nur einen Psalm zitiert. Sie reden wohl auch nicht gern über sich. Nur wenn mir absolut nichts Besseres einfällt. Noch nie in meinem Leben hat es das gegeben. Wenn es einmal so aussieht, als gäbe es ein Masel für mich, dann bedeutet das immer, dass gleich ein Schlamassel hinterherkommen wird. Immer ist es so gewesen. Mein ganzes Leben. Beneidenswert. Sie machen sich lustig. Na, keineswegs. Sie können über jedes Unglück glücklich sein. Denn Glück würde doch nur noch mehr Unglück bringen. Aber hören Sie sich das an. Wissen Sie, wie ich zu der Kreuzfahrt gekommen bin? Da war ein Rätselwettbewerb. Als Nebenpreise sollten 5 Waschmaschinen verlost werden. Mit Masel habe ich gedacht, könnte ich eine davon gewinnen, meine ist dabei, den Geist aufzugeben. Was aber habe ich gewonnen? Den 1. Preis, eine Mittelmeerkreuzfahrt auf einem Luxusliner, Flug nach Hamburg mit dem Schiff nach Southampton, dann durch das Mittelmeer nach Israel zurück nach Hamburg. Gut, denke ich. Du wolltest immer schon nach Eretz Israel, jetzt kannst du endlich. Es war ein deutsches Schiff, aber 50 Jahre sind da lange Zeit. Masel. Was passiert? Bei der Einfahrt nach Hamburg muss ich gerade dort stehen, wo ich den Mann sehe, der in eine Kabine geht und dort einen anderen ersticht. Jetzt bin ich Zeuge, muss in einem Prozess aussagen und noch dazu werde ich hier von irgendjemandem zum Narren gehalten. Werten Sie es als Unglück, dass Sie endlich Ihre Hagar da bekommen haben? Nein, das ist das Glück. Aber wahrscheinlich kommt da wieder eine Menge Unglück hinterher. Sie haben den Mörder gesehen? Sind Sie ganz sicher? Das war auch so ein blöder Zufall. In meiner Kabine fällt mir ein Glas mit Fruchtsaft auf den Teppich. Weil nebenan ein Mädchen gerade die Suite von Hamilton sauber macht, bitte ich sie, das Schlamassel wegzuputzen. Sie macht bei Hamilton fertig, sperrt ab und kommt zu mir. War sie hübsch? Sehr. Thailänderin. Während sie putzt, bleibe ich in der Tür stehen und unterhalte mich mit ihr. Und dadurch habe ich gehört, was daneben in der Kabine passiert ist. In der Zeitung steht, als die Polizei in Hamburg wissen wollte, wer etwas gehört oder gesehen hat, haben sie sich zuerst gar nicht gemeldet. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Aber wenn eine Tür zufällt und man draußen deutsche Stimmen hört, dann sind sie wieder da, die Schatten, die einen nicht denken und nicht schlafen lassen. Es geht noch, aber nicht aushalten kann man, wenn man dann träumt. Die Tür geht auf.
Sie kommen alle herein, leben und alles ist wie früher. Ich wollte weg, nach der Landung nicht in Hamburg bleiben müssen. Dann haben Sie sich aber doch gemeldet. Die Polizei hat die Besatzung verhört und die Thailänderin hat gesagt, ich müsste den Mörder gesehen haben. So sind sie auf mich gekommen. Wenn man das hinter sich hat, was Sie erlebt haben müssen, ist es überhaupt zumutbar? Können Sie in einem Prozess, in dem ein Deutscher angeklagt ist, objektiv aussagen? Sagen, was ich gesehen und gehört habe? Das kann ich. Ich bin Zeuge, kein Richter. Aber von Ihrer Aussage kann es abhängen, ob der Angeklagte verurteilt wird oder freigesprochen wird. Sie sind eigentlich doch sein Richter. Es gibt noch andere Zeugen. Sie sind derjenige, auf den es ankommt. Ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken. Ihnen wäre recht, wenn ich sage, ich kann mich an nichts erinnern. Mir wäre recht, wenn Sie sehr genau prüften, ob Sie wirklich eine lückenlose, objektive Erinnerung an die Vorgänge haben. Wie mache ich das? Sie müssen sich bei allem fragen, ob Sie es so gesehen oder gehört haben oder ob Sie es so gesehen oder gehört haben wollen. Für diesen Rat habe ich Sie gebraucht, ehrlich. Darauf wäre ich von selber nie gekommen. Was denken Sie, habe ich in den Monaten seither gemacht? Man sagt immer, man wird abgehärtet. Ich zumindest habe dieses Glück nicht gehabt. Das alles ist hier drinnen wie festgebrannt. Ein Mensch, der noch vor einer Stunde gesund wie ein Fisch im Swimmingpool geschwommen ist, liegt da, alles ist voll Blut. Wie soll man das vergessen? Alles sieht man immer wieder. Aber vorher, was Sie da gesehen oder gehört haben, da wussten Sie doch noch nicht, dass es wichtig sein wird. Können Sie sich daran auch genau erinnern? Mir war es wichtig. Wie ich die Stimme gehört habe, von dem Moment an war es mir wichtig. Man hat gelernt, auf den Untertonen einer Stimme zu hören. Nur so hat man überleben können. Und das ist einem geblieben. Ein Mensch, der gefährlich wird, hat eine Stimme, die anders klingt, auch wenn er leise ist und ruhig. Ein Unterton in seiner Stimme, das ist doch kein Beweis, dass der Mann einen Mord begangen hat. Dass er einen begehen könnte, sagt der Ton. Und darum wird man hellwach. Ein Mensch, der diesen Ton in der Stimme, dem hat man sehr genau zugehört, um nichts falsch zu machen. Haben Sie auch Hamiltons Frau mit ihm reden gehört oder Ihren Liebhaber? Daran kann ich mich nicht erinnern. Wie können Sie dann wissen, ob Sie bei denen nicht einen noch viel deutlicheren Unterton hätten hören können? Die beiden hatten ein Motiv. Was für eines? Liebe. Was Menschen zu einem Mord treibt, kann nicht Liebe sein. Dann kennen Sie das Leben oder die Liebe nicht. Aber Sie wissen alles und kennen alles besser. Tausende Male hat es das schon gegeben. Menschen, die so sehr geliebt haben, so voller Sehnsucht und Verlangen nacheinander waren, dass sie zu allem bereit waren und den ungeliebten Partner kaltblütig beseitigt haben. Das ist Liebe. Nicht? Wenn man für den ganzen Tag nur so ein Stück Brot bekommt und vor Hunger kaum noch denken kann, aber man hebt die Hälfte davon auf, er für sie für ihn. Sie waren auch noch ein Kind. Wann ist man ein Kind, wann ist man es nicht mehr? Wie alt waren Sie? Jeden Tag haben wir uns gesehen. Die Rivka. War schön, die Rivka, klug und gut. Wenn alles vorbei ist, haben wir uns versprochen, werden wir die Eltern suchen und später heiraten. Dann ist sie nicht mehr gekommen. Ein Capo, den ich gefragt habe, wo sie ist, die Rivka, der hat nur einen Schornstein gezeigt, wo der dunkle, schwere Rauch rausgekommen ist. Ich habe dem Mann nicht geglaubt. Ich habe immer gewartet und gehofft. Eines Tages wird sie wieder auftauchen. Und ich warte immer noch. Links, Frauen nach rechts.
Herr Rabinowitsch? Herr Rabinowitsch? Wissen Sie, welche Bücher der Mann verlegt hat, den Sie für einen Mörder halten? Sie werden es mir sagen. Jahr für Jahr mindestens 3 oder 4 über den Holocaust. So hat er auf mich gewirkt. Wie jemand, der der Schuld nicht ausweicht. Ich glaube, er wird noch gestehen. Stallings? Warum lassen Sie überhaupt nichts gelten, was für ihn spricht? Bisher haben Sie nichts davon erwähnt, außer dass Sie einen anderen für den Mörder halten. Ist das nicht genug? Mr. Rabinowitsch? Ja? Es ist eine Nachricht für Sie durchgegeben worden. Der Gentleman bedauert sehr, dass er Sie nicht treffen kann. Sein Flug hatte Verspätung und er konnte gerade noch die Maschine nach Rio erreichen. Er wünscht Ihnen viel Freude an der Haga-da. Und? Ist das alles? Ja, Sir. Kein Name? Nein, Sir. Darum haben Sie nicht gefragt. Die Kollegin hat wohl angenommen, dass Sie wissen, mit wem Sie verabredet sind. Ist die Maschine nach Rio schon gestartet? Vor 10 Minuten. Verstehen Sie das? Zumindest wissen wir jetzt, dass kein Attentat auf Sie geplant ist. Ich bin mit niemandem verabredet. Sie haben es vielleicht vergessen. Na, so eine Schucke bin ich sicher nicht. Ich kenne auch niemanden, der in der Welt herumfliegt und Geld für Erster-Klasse-Tickets aus dem Fenster schmeißen kann. Dann kann es sich nur um einen Wohltäter handeln, der Ihre Inserate kennt und Ihnen die Haggadah geschenkt hat. An das Märchen vom selbstlosen Menschen, der Gutes tut, glaube ich nicht. Aber offensichtlich gibt's ihn noch. Sie glauben an den guten Menschen und den Weihnachtsmann. Und dass Wolf den Hamilton nicht umgebracht hat. Das wollten Sie mir doch erzählen. Hier ist eine exakt recherchierte Rekonstruktion des zeitlichen Ablaufs. Kommen Sie mir doch nicht immer mit diesem Herrn Schlüter. Außer Ihnen ist er doch der Einzige, der den Angeklagten verteidigt. Jedenfalls schreibt er das. Aber sein einziger Beweis ist die Behauptung, dass ich ein erbarmungsloser, aber unglaubwürdiger Zeuge bin. Sehen Sie es nicht? Unbarmherzig. Ein verzweifelter Mensch hat für einen Augenblick die Beherrschung verloren und eine Drohung ausgesprochen, die er nie so gemeint hat. Ein ehrenwerter Zeuge aber, der glaubt, ein unfehlbares Gedächtnis zu haben, liefert daraus dem Staatsanwalt einen Beweis, der diesen verzweifelten Menschen zum Mörder stempelt. Das Wolf! Wie kann man den Ton hören? Nehmen Sie den Kopfhörer. Suchen Sie den richtigen Kanal. Haben Sie noch einen Kopfhörer, ne? Was haben Sie gesagt? Es war schon vorbei. Haben Sie etwas erfahren können? Worüber? Was im Fernsehen über Wolf gesagt worden ist. Wen hätte ich fragen sollen? Sie sehen aus wie jemand, der nachdenkt über das, was er sagt. Ich glaube, ich sehe nicht nur so aus. Er nennt mich einen Lügner. Das steht da nicht.
Nicht wörtlich, aber es ergibt sich aus dem, was er schreibt. Und Sie haben ihn einen Winkeljournalisten genannt? Nicht öffentlich in einer Zeitung. Aber doch nur, weil Sie keine Zeitung zur Verfügung haben. Das ist wohl wahr. Wenn es so ist, wie Sie sagen, dass das Urteil vielleicht nur von meiner Aussage abhängen wird, dann helfen Sie mir bitte. Um nichts in der Welt möchte ich etwas Falsches sagen und dadurch einen Menschen noch elender machen. Was kann ich tun? Hören Sie mir zu, und wenn Sie meinen, dass ich an einer oder der anderen Stelle genauer nachdenken muss, dann sagen Sie es mir bitte sofort. Einverstanden. Am Nachmittag, kurz nach drei, war ich an Deck. Hamilton war im Swimmingpool. Wir sind Kabinennachbarn, also grüße ich ihn, er grüßt mich. Seine Frau kommt aus der Bar und reicht ihm eine brennende Zigarette. Er bedankt sich mit einem Kuss. Sie geht zurück in die Bar und sitzt dort ohne Unterbrechung, bis der Mord entdeckt wird. Das schließt nicht aus, dass sie davon gewusst oder die Tat sogar geplant hat. Meine Aussage möchte ich prüfen, nicht Ihre. Das ist Ihr Fehler. Sie sehen alles nur aus Ihrer Perspektive. Wenn aber meine Vermutung zutrifft, dass der Liebhaber bereits in der Kabine versteckt gewesen ist, dann muss sie ihm den Schlüssel gegeben haben. Tatsache ist, sie war die ganze Zeit in der Bar. Wo soll er denn nach Ihrer Meinung versteckt gewesen sein? Das Mädchen, das das Zimmer sauber gemacht hat, müsste ihn gesehen haben. Sie hat ausgesagt, dass niemand in der Kabine gewesen ist. Hat sie alles durchsucht? Den Schlafraum, das Bad, die Schränke, unter den... Niemand hat sie danach gefragt. Hamilton hat dann die Kabine aufgesperrt. Bevor er die Tür von innen schließen konnte, hat Wolf sich in die Kabine gedrängt. Es hat einen heftigen Wortwechsel gegeben. An den Sie sich genau erinnern? Ziemlich genau, glaube ich. War die Kabinentür geschlossen? Offen die ganze Zeit. Wortwechsel war es eigentlich nicht. Hamilton hat kaum etwas gesagt. Kaum etwas oder nichts? Wenig. Aber? Bedeutendes war es nichts, das würde ich mich daran erinnern. An das, was Wolf gesagt hat, da erinnern Sie sich aber genau. Einmal hat Hamilton laut gelacht, das schrecklich geklungen. Höhnisch, demütigend für den anderen. Aber was er zu Wolf gesagt hat, wissen Sie nicht mehr. Lassen Sie mich doch erzählen. Fragen können Sie nachher. Mit, wie Sie wollen. Es ist doch so. Hamilton ist mit einem Stich ins Herz getötet worden. Diese Art zu töten war Teil der Nahkampfausbildung in den Einheiten der deutschen Wehrmacht, bei denen Wolf im Zweiten Weltkrieg Dienst getan hat. Würden Sie Wolf auch als Mörder beschuldigen, wenn er in der englischen, französischen oder amerikanischen Armee gedient hätte? Warum unterstellen Sie mir immer solche Gedanken? Wie können Sie dann frei davon sein? Wolf war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Soldat der deutschen Wehrmacht, ja oder nein? In allen Armeen der Welt werden Männer in Nahkampftechnik ausgebildet. Demnach gibt es Millionen Verdächtige. Millionen waren aber nicht auf dem Schiff. Wolf ist aber sicher nicht der Einzige gewesen. Sind die anderen auch überprüft worden? Das weiß ich nicht. Ich weiß es aber. Nicht ein einziger. Man hat es nicht für nötig gehalten, weil es einen Zeugen gibt, der gesehen haben will, wie Wolf nach dem Mord aus der Kabine gekommen ist. Warum sprechen Sie immer von Mord? Ich sage, dass es Totschlag im Affekt gewesen ist. Es gibt keine Zeugen, die die Tat gesehen haben. Es gibt kein Geständnis. Alles ist nur auf Vermutungen aufgebaut. Im Zweifel müsste aber für den Angeklagten entschieden werden, nicht gegen ihn. Also hätten alle für die Tat in Frage kommenden überprüft werden müssen. Das hat man nicht getan. Aufgrund Ihrer Aussage hat sich die Staatsanwaltschaft auf Wolf konzentriert und alles zusammengetragen, was halbwegs gegen ihn ausgelegt werden kann. Vertrauen Sie den deutschen Richtern so wenig? Was kann ein Richter tun, wenn es einen Zeugen gibt, der bereit ist zu beschwören, dass Wolf die Tat begangen hat? Das habe ich nie gesagt. Nach menschlichem Ermessen muss er der Täter sein. Das waren meine Worte. Was bedeutet das? Doch nur, dass Sie Wolf als Mörder verurteilt sehen wollen, ohne die Verantwortung dafür übernehmen zu müssen. Sollte sich seine Unschuld herausstellen, kann Ihnen niemand etwas vorwerfen. Sie haben ja gesagt, nach menschlichem Ermessen. Ich, der Zeuge Rabinowitsch, bin nur ein Mensch, nicht Gott, der allein die Wahrheit kennt. Sollte ich mich irren, ich bin unschuldig.
Ich muss doch sagen, was ich gesehen und gehört habe. Man wird ein Eid von mir verlangen. Er hat auf Hamilton eingeredet, so verzweifelt. Unendlich leid getan hat er mir. Ich konnte ihn so gut verstehen, weil ich selbst einmal in einer ähnlichen Situation gewesen bin. Der Hausbesitzer wollte mich in den Konkurs treiben, damit sein Laden frei wird. Haben Sie ihn umgebracht? In Gedanken jede Nacht. Bei Tag habe ich geschuftet und um Kredite gebettelt. Und Glück gehabt? Konkurs musste ich anmelden und ganz von vorne wieder anfangen. Und trotzdem haben Sie niemanden umgebracht? Gott sei Dank gilt das, was wir tun und nicht das, was wir denken. Und warum zum Teufel soll es bei Wolf nicht ebenso gewesen sein? Er hat es gedacht, gesagt, ja. Aber er hat es nicht getan, genau wie Sie. Er hat es getan. Warum halten Sie sich für den besseren Menschen? Weil Sie Jude sind und er Deutscher ist. Mit keinem Wort habe ich darauf angespielt, was in der Vergangenheit gewesen ist. Aber Sie werfen mir die ganze Zeit vor, dass ich Jude bin. Ich stelle es fest. Ich habe Respekt vor dem, was Sie erleben mussten. Wenn das wie ein Vorwurf geklungen hat, dann tut es mir leid. Warum engagieren Sie sich so für diesen Wolf? Lassen Sie mich zuerst fragen, warum sein Schicksal Sie so kalt lässt. Empfinden Sie das so? Sie sind entschlossen, ihn mit Ihrer Aussage lebenslang hinter Gitter zu bringen. Ich werde schwören müssen, dass ich die Wahrheit sage und nichts als die Wahrheit. Die Sie aber nicht genau kennen. Ich weiß, was Sie gesehen und gehört haben. Was haben Sie denn gehört? Den verzweifelten Ausbruch eines gequälten Menschen. Hilfloses, unbedachtes Geschrei. Schreien Sie mich nicht so an! Wie soll man dabei in Ruhe denken können? Der Staatsanwalt wird doch ganz anders mit Ihnen umspringen. Den interessiert nicht, ob Sie denken können. Er will mit Ihrer Aussage den Angeklagten als Mörder festnageln. Er wird Ihnen so lange das Wort im Mund umdrehen, bis das herauskommt, was er für das Urteil braucht. Was habe ich gehört? Hamilton hat in einer seiner Druckereien der Belegschaft den Urlaubsbonus gestrichen. Warum hat er das getan? Damit sie streiken. Was hat er davon gehabt? Die Bücher für den Verlag Wolf sind nicht rechtzeitig ausgeliefert worden. Das hat Wolf ruiniert, das hat er dem Hamilton vorgeworfen. Und was hat Hamilton geantwortet? Es war dieses schreckliche Lachen. Wolf hat ihn dann gebeten, wenigstens nicht mehr Druck auf die Banken auszuüben, ihm keine Kredite mehr zu geben. Und Herr Hamilton hat das abgelehnt? Die Antwort habe ich nicht gehört, sie war sehr leise. Aber dann, daran erinnere ich mich genau, weil die Stimme so bitter, so verzweifelt geklungen hat. Sie wollen mich endgültig ruinieren, Hamilton. Und der hat ganz ruhig Ja gesagt. Und ein bisschen später werden sie sich jetzt erschießen. Ich bin sehr neugierig. Wieder hat er gelacht. Und dann war da eben dieser Ton, der einem Angst macht. Sie werden das nicht erfahren, Hamilton, weil Sie dann nicht mehr leben. Vielleicht hat er das so gesagt, aber wenn, dann hat er das sicher nicht so gemeint. So habe ich es gehört. Und dann? Du warst still, nichts mehr gehört. Warum haben Sie nichts getan? Man denkt nicht gleich an ein Verbrechen, wenn im Nebenraum 2 oder 3 Minuten nicht gesprochen wird. Dann kann aber doch der Unterton nicht so alarmierend gewesen sein. Oder hätten Sie nichts unternommen, wenn Sie überzeugt davon gewesen wären, dass nebenan ein Menschen Lebensgefahr sein könnte? Das ist richtig, was Sie sagen. Vielleicht habe ich das erst später gedacht, mich wieder erinnert, wie es gewesen ist damals. Das thailändische Mädchen war sehr hübsch, sagten Sie. Sehr. Sind da Ihre Gedanken nicht auf Wanderschaft gegangen? Die Hände, die Beine, die kleinen runden Brüstchen. Und wie das alles aussehen könnte, sagen wir in einem Bikini. Sie wollen es aber genau wissen. Staatsanwalt und Verteidiger werden das noch viel genauer wissen wollen. Sie haben mit ihr gesprochen? Nichts Besonderes.
Ich habe sie gefragt, wie sie heißt, woher sie kommt, was man so fragt. Und? Sie hat geantwortet? Gebrochen. Ihr Englisch ist nicht sehr gut. Trotzdem haben Sie zugleich genau gehört, was in der Nebenkabine geredet wurde? Die Tür war offen. Ich konnte es gar nicht überhören. Wann haben Sie gemerkt, dass es in Hamiltons Kabine still geworden war? Wann? Wie lange es eben dauert, bis einem so etwas auffällt? Nachdem Sie gemerkt hatten, dass es still war, wie viel Zeit ist da vergangen, bis Sie jemanden aus der Kabine kommen hörten? Eine Minute, vielleicht zwei. War da eine Uhr, an der Sie sich orientiert haben? Haben Sie denn überhaupt darauf geachtet, wie viel Zeit vergangen war? Dafür gab es doch gar keinen Grund. Vielleicht waren Sie in Gedanken mit dem hübschen Mädchen gerade auf einem Spaziergang. Es könnte eine Minute vergangen sein oder zwei oder fünf. Es gibt keinen Anhaltspunkt, wie viel Zeit wirklich vergangen war. Sehr lange kann es nicht gewesen sein. Es dauert schließlich keine Ewigkeit, Fruchtsaft von einem Teppich aufzuwischen und die Kabine für die Nacht herzurichten. Sehr genau hat das Mädchen seine Arbeit sowieso nicht genommen. Es gibt aber keinen realen Anhaltspunkt, wie viel Zeit tatsächlich vergangen war. Mit einem Zeitplan nach Sekunden kann ich nicht dienen. Wer etwas so dezidiert behauptet, wie Sie das tun, müsste das eigentlich können. Erst war der Streit, dann wurde es still. Nach einer Zeit ist es mir merkwürdig vorgekommen, dass die Tür immer noch offen war. Ich wollte mich umdrehen, da habe ich gesehen, dass er herauskommt. Wer? Der Wolf. Hamilton war ja tot. Das wussten Sie in diesem Augenblick noch nicht. Richtig. Sie haben sich umgedreht und ihn gesehen? Nein. Ich wollte ihn nicht merken lassen, dass ich den Streit gehört habe. Sie haben also nicht gesehen, wer aus der Kabine gekommen ist? Es kann nur Wolf gewesen sein. Das Mädchen hat angegeben, dass niemand in der Kabine gewesen ist. Deshalb hat sie die Tür versperrt. Später ist Hamilton gekommen. Er hat die Tür erst wieder aufgesperrt. Das haben Sie gesehen? Gesehen und gehört. Er hat mich gegrüßt, so mit einem Kopfnicken. Als er die Tür von innen schließen wollte, war Wolf plötzlich da, hat sich hineingedrängt. Woher ist er gekommen? Wahrscheinlich hat er hier gewartet. Was heißt wahrscheinlich? Sie haben ihn gesehen? Sehr deutlich. Sie sagten, hier war die Treppe? Ungefähr. Beleuchtet? Sehr hell. Als Sie dann später jemanden aus der Kabine kommen hörten, da mussten Sie direkt gegen das Licht schauen. Dennoch wollen Sie einen Menschen erkannt haben, der mit dem Rücken zu Ihnen weggelaufen ist? Möglich, dass ich sein Gesicht nicht gesehen habe. Er war es aber. Ich weiß es. Es war auch seine Stimme. Ich rate Ihnen vor Gericht besser nur zu sagen, Sie glauben, ihn gesehen zu haben. Alles andere könnte Ihnen später als Meineid ausgelegt werden. Sie machen mich ganz mevulve. Gut, ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Es war aber ein Mann von seiner Statur. Er hat in der Kabine laut geredet und geschrien. Ich habe seine Stimme gehört. Ich habe sie erkannt. Dann ist er aus der Kabine gelaufen. Jemand, dessen Gesicht Sie nicht gesehen haben, ist aus der Kabine gelaufen. Sie wissen nicht genau, wie viel Zeit vergangen war. Es könnte also auch sein, dass Wolf schon vorher leise weggegangen ist. Sie haben ihn nicht bemerkt, weil Sie in Gedanken gerade mit der hübschen Figur des Mädchens beschäftigt waren. Dann haben Sie ein Geräusch gehört und geglaubt, derjenige, der aus der Kabine kommt, ist Wolf, weil Sie nicht gewusst haben, dass noch ein anderer drin gewesen ist. Ich will Sie nicht beeinflussen. Die ganze Zeit tun Sie nichts anderes. Ihre Version ist, Wolf hat Hamilton aufgelauert und sich hinter ihm in die Kabine gedrängt. Er hat ihn noch einmal gebeten, ihm zu helfen. Hamilton hat ihn verhöhnt und Wolf hat ihn im Affekt erstochen. Woher hat er das Messer? Hamilton hat sich sehr oft das Essen in der Kabine servieren lassen, meistens Steak und Salat. Unglücklicherweise wird es von der letzten Mahlzeit dort liegen geblieben sein. Wenige Minuten vorher hatte das Mädchen die Kabine aufgeräumt. Trotzdem lag das Messer da? So hat es die Polizei protokolliert. Um die Zeit, als Hamilton im Pool und seine Frau in der Bar gewesen ist, hat der Liebhaber sich im Servierraum rumgetrieben. Niemand hat ihn gefragt, was er dort wollte. Zufälligerweise werden dort die Steakmesser aufbewahrt. Wussten Sie das? Nein. In der ganzen Untersuchung hat man sich nur um Verdachtsmomente gegen Wolf gekümmert, weil Sie behauptet haben, Sie hätten ihn gesehen, kurz bevor Sie die Leiche entdeckt haben.
Ich fange an zu glauben, dass ich der einzige Bösewicht in dieser traurigen Geschichte bin. Sie decken den Bösewicht. Das haben Sie bisher nicht gemerkt. Wie ist Ihre Version? Jeder wusste, dass der Milliardär jeden Tag nach dem Mittagsschlaf eine halbe Stunde geschwommen ist und danach allein in seiner Kabine gearbeitet hat. Während er im Swimmingpool war, hat der Liebhaber sich das Messer besorgt und mit dem Schlüssel, den Mrs. Hamilton ihm gegeben hat, ist er in die Kabine eingedrungen und hat sich dort versteckt. Das Mädchen hätte ihn sehen müssen. Also, einerseits unterstellen Sie ihr die Schlamperei, ein Messer von der letzten Mahlzeit auf dem Tisch übersehen zu haben. Andererseits soll sie minutiös jeden Winkel der Kabine gesäubert haben. Das ist richtig. Entweder oder. Der Liebhaber hat den Streit zwischen Wolf und Hamilton von seinem Versteck aus beobachtet. Wolf ist danach wahrscheinlich wie ein begossener Pudel weggeschlichen. Leise, damit der Mann in der offenen Tür der Nebenkabine sich nicht umdreht. Er war gedemütigt, hat sich geschämt, wollte keinen Menschen sehen und von keinem gesehen werden. Ich glaube, ich hätte ihn trotz allem sehen müssen. Sie glauben das? Dürfen Sie deshalb aber auch sagen, es kann so nicht gewesen sein? Hamilton wollte hinter Wolf die Tür schließen. Dadurch hat er dem Raum den Rücken zugekehrt. Als sein Mörder plötzlich hinter ihm auftauchte, hatte er keine Möglichkeit, sich zu wehren. Der Nebenbuhler hat ihn festgehalten, das Messer ins Herz gerammt, ihn lautlos zu Boden gleiten lassen und die Fingerabdrücke vom Messer abgewischt. Alles genau so, wie er es bei den Green Berets gelernt hatte. Das Einzige, womit er nicht gerechnet hat, war, dass sie in der Tür ihrer Kabine stehen werden. Einen Moment lang hat er vermutlich gezögert, dann ist er gerannt. Sie waren vom Gegenlicht geblendet, Sie haben nur die Silhouette gesehen. Da Sie aber nur Wolf registriert hatten, mussten Sie glauben, dass er es war. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir wären in Amerika. Der Spruch der 12 Geschworenen muss einstimmig sein. Wie glauben Sie, würde die Jury entscheiden? Denken Sie nach. Sie müssen mir gar nichts sagen. Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und schreiben Sie die Entscheidung der Jury auf. Und wann immer Sie Zweifel haben, schauen Sie sich das Urteil an, das Sie nach bestem Wissen und Gewissen gefunden haben. Es wird das Richtige sein. Sie haben mich wohl vor einem schweren Fehler bewahrt. Ich bewundere Sie. Sehr. Weil ich, wenn Sie nicht wären, einen Menschen wahrscheinlich in auswegloses Elend gestürzt hätte? Weil Sie die Kraft haben, ein Irrtum einzusehen. Sagen wir es so, Sie hatten die Kraft und ich habe den Irrtum beigesteuert. Was immer dieser Unbekannte mit mir noch vorhat, ich muss ihm auf jeden Fall dankbar sein.
Ich hätte nicht geglaubt, dass es einen Menschen gibt, dem Gerechtigkeit so viel bedeutet. Ich danke Ihnen. Überschätzen Sie mich, bitte nicht. Für mich ist das ein besonderer Fall. Mr. Schlüter? Mr. Schlüter, hier ist ein dringender Anruf für Sie. Ich kann jetzt nicht. Es tut mir leid, aber Mr. Schlüter kann im Moment nicht ans Telefon kommen. Ja, werde ich ausrichten. Wiederhören. Sie sollen in Ihrer Redaktion anrufen, sobald wie möglich. MS. Markus Schlüter. Markus Schlüter. Und noch einmal Schlüter. Immer Markus Schlüter. Immer Sie. Ich muss das tun. Er ist mein Freund. In diesem Augenblick wollte ich Ihnen sagen. Alles war von Ihnen arrangiert. Die Agada. Platz in der ersten Klasse. Das Mädchen vom Avia-Service, der Bucher, der mich fotografiert hat, damit ich glaube, dass ich verfolgt und bedroht werde. Wären Sie bei Ihrer Aussage noch immer davon überzeugt gewesen, dass Wolf der Mann war, der aus Hamiltons Kabine gekommen ist, dann hätte man ihn zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. Dann haben Sie Entwarnung geben lassen, weil Sie gemerkt haben, dass ich Ihnen vertraue und Sie mich manipulieren können. War dann das Märchen dran von dem Unbekannten, der gerade noch das Flugzeug nach Rio bekommen konnte. Wolf. Mein Vater war in russischer Gefangenschaft. Er ist erst 55 wiedergekommen. Meine Mutter war längst mit einem anderen liiert. Die meiste Zeit habe ich mich auf der Straße rumgetrieben. Wie ein Tier habe ich gelebt. Ohne Regeln, ohne... Ein paar Mal habe ich es sogar. Zweimal hat mich die deutsche Polizei eingesperrt, ein drittes Mal die Amerikaner. Und beim Verhör war ein deutscher Dolmetscher dabei. Das war Gerd Wolf. Hätte es ihn nicht gegeben, dann wäre ich damals abgerutscht und wahrscheinlich nie wieder hochgekommen. Von ihm habe ich alles... Er hat mir meine ganze... Nur durch Wolf konnte ich das werden, was ich geworden bin. Einer, der sich in das Vertrauen eines vertrottelten alten Juden einschleicht. Mit Lügen und Falschheit. Das tut mir leid. Mein ganzes Leben müssen Sie ausgeforscht haben, um mir diese Falle stellen zu können. Hätten Sie nicht auch alles getan, um meinen Freund davor bewahren zu können, unschuldig lebenslang ins Gefängnis zu müssen? Der mich belogen. Nein, das habe ich nicht getan. In den Zeitungen steht nur etwas von einem Zeugen SR. Ich konnte nicht wissen, dass Sie das sind. War das nicht gelogen? Ja, das ja. Aber alles hing davon ab, dass ich Ihr Vertrauen gewinne. Das haben Sie erreicht, aber jetzt ist alles weg. Das mit dem Freund, der seine Agada hergegeben hat, um einem anderen zu helfen, war das auch Erfindung? März 1945 war Wolf einer Pioniereinheit zugeteilt. Zusammen mit KZ-Häftlingen mussten Panzergräben ausgehoben werden. Er hat einigen zur Flucht verholfen. Und einer von ihnen, Rasi Salzmann, hat ihn nach dem Krieg gesucht, um sich zu bedanken. Sie sind Freunde geworden. Kein Wort sollte ich Ihnen mehr glauben. Er war von Anfang an, genau wie ich, überzeugt davon, dass Wolf Hamilton nicht getötet hat. Sein Anwalt war der Meinung, er hätte keine Chance, wenn der Zeuge SR bei seiner Aussage bliebe. Und dann haben wir durch jemanden in New York von ihrer Suche nach der Haggada erfahren. 24 Stunden hat Salzmann mit sich gekämpft, dann hat er uns seine gegeben. Vielleicht ist es ein Zeichen, dass ich sie habe, hat er gesagt. Ein Köder.
Geben Sie sie ihm zurück, ich will sie nicht mehr haben. Ist Ihnen die Erinnerung an Ihren Vater plötzlich nichts mehr wert? Sie würde mich nicht mehr nur an ihn erinnern, sondern auch an diese Nacht. Und die möchte ich bald vergessen haben. Hätten wir nicht alles so inszeniert, dann hätten Sie Ihr Leben mit einer Schuld belastet, die Sie nie wieder hätten gut machen können. Endlich einer, den ich respektieren kann, habe ich gedacht. Dem es um Gerechtigkeit geht. Der sich um das Schicksal eines Menschen sorgt, den er gar nicht kennt. Was werfen Sie mir vor? Dass er mein Freund ist? Wäre es ein Fremder, dann fänden Sie es gut, oder wie? Sie haben mich hintergangen, belogen und betrogen. Das werfe ich Ihnen vor. Verdammt nochmal, ich musste es tun! Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie enttäuscht habe. Aber bitte glauben Sie mir, um Wolf zu helfen, würde ich es immer wieder tun. Sie haben ihm aber nicht geholfen. Sie können nicht mehr zurück. Sie wissen, dass Wolf es nicht gewesen sein kann. Sie müssen bei der Wahrheit bleiben, wenn Sie unter Eid aussagen. Kann das die Wahrheit sein, was man durch eine Lüge gefunden hat? Wäre Ihre Rivka damals mit einer Lüge zu retten gewesen, hätten Sie nicht gelogen? Lassen Sie mir meine Erinnerung. Machen Sie mir die nicht auch noch schmutzig. Hätten Sie eine Lüge gewusst, mit der Ihre Rivka zu retten gewesen wäre, hätten Sie nicht gelogen? Bei ihr war keine Lüge möglich. Da war kein Hass, keine Falschheit. Sie hätte keine Lüge zugelassen. Ihre Rivka ist ein Traum, kein Mensch. Ich weiß, dass das ein Traum ist! Das weiß ich! Aber festhalten muss ich mich daran! Den Traum wenigstens könnte man noch gönnen! Gerechtigkeit ist auch ein Traum. Sollen wir deshalb aufhören, ihr nachzurennen? Wenn Sie Gerechtigkeit wollen, warum beschimpfen Sie mich? Weil ich verhindern wollte, dass ein Unschuldiger lebenslänglich hinter Gitter muss? Er ist mein Freund. Aber haben Sie ihm geholfen? Ich muss doch jetzt sagen, dem Richter muss ich sagen, hören Sie nicht auf mich. Heute Nacht hat mich ein Mensch betrogen. Und ich muss ihm auch sagen, ich hasse diesen Mann, der mir eine Welt vorgespielt hat, in der man um Wahrheit und Gerechtigkeit kämpft. Ich muss dem Richter sagen, hören Sie nicht auf das. Weil ich nicht mehr weiß, was richtig ist, was ich gesehen habe und was ich dann dem zuliebe habe sehen wollen. Glauben Sie mir nicht, Herr Richter, weil so viel Enttäuschung ist in mir. Vergessen habe ich wollen, dass der einen Vater gehabt hat, der zu den anderen gehört hat. Helfen Sie mir doch. Was würden Sie tun? Was hätten Sie getan? Das weiß ich nicht. Muss man nicht alles tun, um einem Menschen zu helfen, dem man verdankt, dass man selber ein halbwegs brauchbarer Mensch geworden ist? Was soll ich dem Richter sagen? Sagen Sie ihm, was Sie wollen, aber sagen Sie die Wahrheit. Das hier ist die Wahrheit. Nicht schuldig. Vielleicht habe ich das nur Ihnen zuliebe glauben wollen. Das hier ist Ihre Handschrift. Wenn Sie die Wahrheit nicht sagen, werde ich das als Beweis vorlegen. Auch auf die Gefahr hin, dass Sie dann selber, wegen Meineids, vor den Richter müssen. Sie wollen mich ins Gefängnis bringen. Wenn es sein muss. Wolf ist unschuldig. Durch Sie kann das bewiesen werden. Wenn Sie das nicht tun, dann ist das ein weitaus größerer Betrug als der, den Sie mir so übel nehmen. Ich werde sagen, was Sie wollen. Warum bin ich nicht dort geblieben? Mein Zuhause ist es, dort ist es warm, die Menschen sind freundlich. Was geht das mich an, ob ich einen Mann gesehen habe, der erstochen worden ist?
Warum ist mir nicht die Zunge verdorrt? Warum habe ich sagen müssen, dass ich was gehört und einen Mann gesehen habe? Niemand kann mich zwingen. Nach Deutschland. Den nächsten Flug zurück. Nach Hause. Möchte ich haben, den nächsten Flug nach New York. Darf ich ein Ticket haben? Salut. Salut. Wenn Sie noch einmal umbuchen, werden Sie wieder aufzahlen müssen. Das spielt keine Rolle. Vor Prozessbeginn unter der Last eines Gewissens zusammengebrochen. Es gebe einen Flug um. Möchten Sie nun umbuchen oder nicht? Wir wollten ein Versteck graben, Rivka und ich. Dass die SS uns nicht finden konnte, wenn sie Selektion machen und die Leute wegholen. In der Nacht, in der sie dann plötzlich gekommen sind, war es gerade groß genug für einen. Ich war zuerst dort. Für Rivka war kein Platz mehr. Sie musste draußen bleiben. Das war der letzte Tag. Wir Kinder haben in Auschwitz Selektion gespielt. Wir haben nicht gewusst, was es wirklich bedeutet. Man hat nur überleben können, wenn man verdrängt. Ich weiß, dass nichts geblieben ist von ihr. Aber jeden Tag hoffe ich doch darauf, dass Rivka wiederkommt. Ich werde demnächst in New York sein. Wenn ich Ihre Adresse hätte, könnte ich Ihnen vielleicht einmal Gelegenheit geben, sich bei mir zu entschuldigen für alle Kränkungen und Beleidigungen. Aber bitte vergessen Sie es nicht. Es tut mir leid, das mit Ihrer Rivka.